So, hallo ihr Lieben, prominent getrennt mal wieder. Was für eine verrückte Serie, echt, mit den Ex-Paaren, die sich da ja mittlerweile untereinander streiten, vor allen Dingen. Genau, ich packe hier auch nochmal den Link zur RTL Plus, also Mediathek von RTL, da drunter, falls ihr noch die Sendung vorher sehen wollt. Und ja, ansonsten würde ich sagen, schauen wir einfach mal rein, mit was wir denn lustigen beginnen heute. Ja, es geht erstmal wieder mit Robin und Lena los. Das ist echt eins meiner Lieblingspaare, wo dieser Robin einfach ohne Ende hinter Lena hinterherläuft und... Ich merke, du hast irgendwas, ich merke das doch. Was soll ich denn haben? Na, weiß ich ja nicht. Aber mein ganzer Körper ist voll unruhig irgendwie. Das liegt aber nicht an mir, oder? Ich weiß nicht, woran das liegt, bin ich ehrlich. Weil, wenn dich jetzt irgendwas, keine Ahnung, gestört hätte oder beschäftigt hätte, dann hätte ich dir auch versuchen können, aus dem Weg zu gehen oder so. Sag doch jetzt einfach, was ist denn? Ich weiß es doch. Sag doch nicht, es ist nichts, wenn ich weiß und ich merke an deinem Verhalten, dass irgendwas ist. Also im Vergleich zu den letzten Monaten bist du halt so hier sehr anders. Ja, und so wie ich in den letzten Monaten war, war es doch too much und scheiße und nicht gut. Auch jetzt wieder leidet vor sich hin, als wenn das irgendeinen Eindruck auf sie machen würde, ne? Leidet auf sie hin und weiß ich nicht. Und sie sagt einfach mit jedem Satz, ich bin einfach nur noch null interessiert an dir, was immer passiert, wenn man einfach nicht mehr für sich eintritt, nicht mehr respektiert wird. Das ist kaum mit anzugucken. Da packe ich mir ein bisschen am Kopf, weil so wie ich draußen bin, ist es ja scheiße. So wie ich jetzt hier drin bin, ist anders als draußen, aber trotzdem nicht gut. Ich hab's gesagt, dass ich... Ja, weil sie nicht mehr auf ihn steht. Rafft er das nicht? Rafft er das nicht? Es ist furchtbar. Es ist furchtbar und es geht noch weiter. Ich zu Hause. Also, es war einfach too much so. Dann, keine Ahnung, plötzlich, wenn man dann vor der Tür steht oder so. Er war halt irgendwie immer präsent und immer irgendwo habe ich dann erfahren, er hat mit meiner Freundin sich unterhalten über mich. Dann hat er sich mit meinem Papa getroffen und sich unterhalten. Dann war er mit meiner Schwester am Telefonieren. Das war halt immer so, überall, wo ich war, war Robin. Also, das hat sie gerade gesagt, er stalkt sie eigentlich praktisch, Leute, also egal ob Mann oder Frau, rennt nie hinter jemanden hinterher, der euch nicht mehr will. Irgendwie ist es wirklich viel besser für sich einzustehen und zu sagen, ey, sorry, ja, ich hätte das ja weitergemacht, aber melde dich, wenn du das so siehst und sich umdrehen, weiter daten, weitermachen, nice, geiles Leben, whatever. Aber das ist einfach unwürdig. So, jetzt kommen wir mal, also es ist wirklich unfassbar, dass sie nichts wissen. Also das ist wirklich shocking. Ich meine, ist ja egal, wenn jeder hat halt so viel allgemeinen Wissen, wie er halt hat. Aber ich zeige euch mal ein Beispiel, wie absolut schockierend ist. Man weiß einfach nicht mehr, was man dazu sagen soll. In welchen Jahren wurde Deutschland Fußballweltmeister? Keine Ahnung. 2006. Fußball habe ich mich gedrückt, sogar bei der WM. Public Viewing mit meinen Freundinnen. Ich habe in der Halbzeit meinen Freunden erzählt, ich hätte meiner Mutter versprochen, dass ich in der zweiten Halbzeit nach Hause komme. Da hat mich jeder angeguckt wie ein Auto und gesagt, sag mal Sarah, es gibt keine zweite Halbzeit. Also so viel zu mir und meinen Fußballkenntnissen. Ich mag es nicht, sorry. Aber es gibt eine zweite Halbzeit. Bitte? Es gibt eine zweite Halbzeit. Fußball sind zwei Halbzeiten. Erste Halbzeit, zweite Halbzeit. Ja, so geht das quasi die ganze Zeit. Also man könnte mir jetzt ohne Ende hier reinschneiden. Ich spare mir das mal. Es ist einfach unglaublich. Kommen wir mal wieder zu Cecilia und Markus. Das ist einfach auch unglaublich. Also Cecilia hat ja überhaupt kein Problem, auf jeden rumzuhacken, wo sie meint, er macht irgendwas falsch. Aber wenn sie irgendwas falsch macht, egal wie absurd es ist, hören wir es gleich mal rein. Probiert man das Wort Spaghetti. S-P-A-G-E-T. Er liebt Spaghetti-Eis. Ja. Und er hat mir oft genug geschrieben, bringst du mir Spaghetti-Eis mit? Und da war immer ein Hader. Aber zu schnell geantwortet. Und wir hatten Zeit. Wir hatten Zeit genug. Wie buchstabiert man das Wort Ejakulation? E-A? Siehst du? Keine Ahnung. Egal. E-A. Kulation. Spaghetti. Egal.
EU. EU, klar. Oh, ja. Was hab ich gesagt? Ja, hab ich schon gesagt. EU? J-A. Ach, J-A? EU. Ja. Nee, hätte ich nicht gewusst. EU. A-EU. Keine Ahnung. Überhaupt kein Problem. Hauptsache, die anderen werden runtergemacht. Also, sie ist wirklich so krass drauf. Also, ich weiß nicht. Sag mal so, hätten wir alle Fragen beantwortet, hätte ich gesagt, wir haben das Ding gewonnen. Safe, weil wir waren Maschinen. Wir waren bam, bam, bam. Wir waren Maschinen. Was? Spaghetti, also kurze Frage. Spaghetti. Ja, ich weiß, dass es scheiße ist, aber Spaghetti. Wie der es mit dir ausgehalten hat, ich weiß es nicht. Es ist einfach unfassbar. So, jetzt kommt's zu diesem Hackfleischskandal. Ich habe ehrlich gesagt, ich habe das überhaupt nicht richtig kapiert. Also irgendjemand hatte noch Hunger, hat Hackfleisch rausgelegt. Dann sah es erst so aus, als wenn es einfach liegen bleibt. Und da hat sich dann jemand drüber aufgeregt, dass Essen einfach liegen bleibt. Dann ist das Essen aber doch gemacht worden. Also eigentlich totales Nullthema, was Cecilia jetzt aber wieder nutzt. Weiß nicht, weil sie schlechte Laune hat, keine Ahnung. Aus dem Nichts wieder einen Riesen. Streit vom Zaun zu brechen, hören wir mal rein. Sag ich nachher, ich brauch's doch nicht mehr. Nee, wir sind durch die ganze Villa gegangen und haben jeden gefragt und wir wussten, wie viel wir machen und dann war es ja gemacht. Nur dann war, fand ich so komisch gestern, dass jeder so das Hackfleischproblem. Und deswegen sage ich, also fürs nächste Mal, wir essen uns mega aufgeregt. Ja, aber das, also es war ja schon ein bisschen übertrieben jetzt. Erst ist er ein Schauspieler, dann ist er ein Hack und dann macht er zu viel Hackfleisch oder sonstiges. Also suchst du einen Grund, um immer auf uns zu sticheln? Oder was ist das Problem? Weil das nervt mich. Weil irgendwann nehme ich das persönlich, persönlich und frage mich, what the fuck, es kam aus mir wie aus der Pistole raus. Boah, der hat gerade richtig wohl. Tut mir leid. Komm nicht so. Das ist. Ja, und okay, schauen wir mal, wie der Streit endet. Ganz schlimm. Und es ist mir egal, ob es zu laut ist oder sonstiges. Dieser Typ ist eine Fake-Person, eine ekelhafte Fake-Person. Boah, ich kann den Typ nicht leiden. Er soll nicht einmal noch mit seiner hässlichen Lache hier rumrennen. Also es ist einfach nur wieder, weiß ich nicht, es ist einfach so fucking toxisch. Also poltert wirklich auf jeden rum. Weiß ich nicht, macht da ein riesen Drama und es ist einfach... Okay, es ist einfach ohne Worte. Ja, zum Schluss musste Sarah dann nochmal so eine Sonderaufgabe machen. Ging es darum, so ein kleines, wie soll man sagen, Mathe-Rätsel zu lösen. Und sie hat vorher schon unter Druck gekommen, weil sie nicht von 7 Meter runterspringen wollte, was natürlich absolut Pflicht ist in dieser Show. Gut, kein Wunder, wenn das mit Allgemeinwissen nicht so punkten kann. Aber da ist ja schon total für fertig gemacht worden. Und natürlich nutzt Cecilia auch wieder diese Gelegenheit, sie wieder völlig lang zu machen. Dass das eine Männchen aber plötzlich 2 Schuhe anhat, das letzte. So, die hat das so gesagt. Ach nein, ich habe das nur vergessen. Ach nein, das. Und ich so, 30 plus 10 ist 40. Ich habe das einfach nicht gesehen. Sie hat eine Mathe-Schwäche, sie ist kurzsichtig, sie hat Höhenangst, sie hat Angst, ins Wasser zu fallen. Sie kennt ihre Schwächen auch. Man hätte vielleicht vorher überlegen können, ob die Person, die das Rätsel alleine sieht, ob die auch gute Augen hat. Was ist denn los? Das war Dummheit. Wegen nichts, ne? Natürlich, das ist ja immer verrückt, ne? Wenn irgendjemand eine Aufgabe nicht hinkriegt, ich meine, das war ein bisschen eine gemeine Aufgabe. Aber ich hasse das immer, wenn dann alle drauf rumpoltern, das gibt es ja im Leben so oft, ne? Ja, ich hätte das viel besser hingekriegt, du bist so scheiße. Oh, es ist immer dieses Fingerpointing, aber das wird in dieser Sendung wirklich perfekt beherrscht. Ansonsten, gut, konnte man sehen, dass der Druck zwischen den Paaren halt diese Paare zusammenschweißt. Deswegen gab es innerhalb der Paare jetzt nicht so viel, aber ich glaube, das wird die nächste Folge, wird da wieder eine Menge bringen. Guckt es euch auch gerne mal an, wenn ihr sehen wollt, wer rausgewählt worden ist. Und ja, wenn ihr noch mehr davon haben wollt, schreibt es in die Kommentare und wir sehen uns bald wieder.